Und damit ein herzliches Willkommen. Ja, der Safro ist auch dabei, aber er kann es leider nicht Hat leider einen mitspielen. wichtigen Termin. Er hat einen wichtigen Termin und wir spielen im, was weiß ich, für einen Pokal im Halbfinale gegen AS Roma, wo wir das Preisgeld recht herzlich auch annehmen würden, wenn wir das gewinnen würden. Dann Ja. noch so eine Sache, wir haben Jan Sommer ja in der letzten Folge verloren, steht bei uns jetzt aber eigentlich noch im Tor, meines Erachtens nach. Ja. Schätze ich mal, Steht drin. gucken wir mal rein. Ja, und der steht noch drinne. Und Lukas Piszczek ist jetzt neu bei uns dabei. Jonas Hofmann wollen wir noch verpflichten. Adrian Ramos ist auch neu dabei, aber noch nicht im Kader aktuell. Ja, so sieht's aus. Wir müssen nämlich noch einen Torhüter in dieser Folge holen. Holen wir selbstverständlich auch noch. Hab da nicht noch ein paar Sachen, aber ich sag doch noch zu noch nichts, wen wir da holen werden, weil der Timo Horn ist ja nicht holbar. So wie es aussieht, kommt auch schon fast eine Torschance hier zustande und so. Ja, und Jan Sommer sagen wir tschüss, weil wir brauchen mal einen anderen Torhüter unbedingt. Mal was anderes. Und weil der Safnodach da ist, werden wir das jetzt noch nicht sagen. Wir werden es erst sagen, wenn der Safnodach weg ist. Zumindest erst, wenn das Spiel vorbei ist. Außerdem. Was? Wen wir als Torhüter verpflichten. Das wirst du ja als Bild. Kriegst du das ja. Ja. Aber die Flanken, die sie machen, die kotzen mich schon wieder massiv an. Werde mal einen Pressepass holen. Will ich gerne hin. Ja. Muss ich erstmal wieder einspielen, alleine zu spielen. Spielt sie nämlich schon wieder zu richtig mies. Der ist drin. Oh, jetzt Eigentor. Nein. Fast das Eigentor, Junge. Ja. Den treffen wir jetzt. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist noch drin. Lange kommt nicht zustande. Und der ist drin. Oh, Ah. Alter, der hält ihn ganz ehrlich. Was macht denn Hermann jetzt? Och, ganz ehrlich. Weil wir haben ja dann ordentlich noch ganz schön was gewechselt an Offensivkräfte und so und Abwehrchefs. Mein Gott, ey. Och du Scheiße. Damit geht's kurz weiter. Es war eine ganz blöde Unterbrechung. Eine ganz, ganz blöde Unterbrechung. Mein Göttchen. So, wartet. Ich muss das Mikro. Und jetzt können wir ganz entspannt weiterspielen. Und das nächste Spiel habt ihr gesehen. Das heißt, das Halbfinale, das Finale. Aber gut, das kann so sein, dass. Ja gut, die sagen, das nächste Spiel ist, das wird sein, weil sie ja noch nicht wissen, ob wir im Finale sind oder nicht, wahrscheinlich. Aber wir müssen das Ding gewinnen, wir brauchen das Geld einfach, um auch einen neuen Torhüter zu holen, weil der Safra ist nämlich jetzt weg und wir werden uns, also bei mir steht noch ganz hoch auf der Liste Karius von FS Mainz 05. Das wäre noch eine Variante, unbedingt von Augsburg. Den Hitz würde ich nicht unbedingt wollen. Ja, und ich hoffe, dass er der optimale Torhüter für uns wird, der Karius. Gut, der Safler wird vielleicht unzufrieden sein, weil es wieder ein Mainzer Spieler ist, aber naja. Wir haben ja auch halb Dortmund wieder gekauft hier. Piszczek, Ramos, Hofmann, wenn der Hofmann auch noch kommt. Gut, es wäre noch eine Frage, ob wir noch jemanden aus der Ab für eine Abwehr holen. Da bin ich noch ein bisschen in der Frage, ob das Geld dann noch reicht für ein Abwehrchefchen. Weiß ich nicht, wir sind gerade aktuell so abwehrmäßig drauf. Naja, Klo, genau. Vielleicht Klose oder irgend so einen billigen holen, müssten wir mal gucken, wer in der Abwehr so existiert alles. Aber offensiv müsste eigentlich alles gerade klappen, also. Ramos, Muto, Raphael ist ein bisschen der Sturm, Grimmitsch auch noch. Dann Stindl, Dahoud. Also da haben wir noch einige Leute. Hahn, die ziemlich offensiv sind.
Johnson, Hazard. Bis jetzt noch nicht. Hazard ist ja bis jetzt noch nicht weggekauft. Hazard ist nämlich auch auf, könnte, wird auch nämlich eigentlich verkauft für uns. Weil wir wollen ihn auch unbedingt nicht mehr haben. Ich bin zufrieden, dass wir erstmal Julians Korps Position verbessert haben mit Lukas Piszczek. Aber wir kommen hier durch gar nicht durch, also das sieht ganz brutal aus. Das sieht richtig brutal aus. Jetzt müssten wir nur noch ein bisschen ran an die Bälle, was 0,0% klappt, aber wird von Wendt abgewehrt. Links fehlt uns auch noch jemand, der das alles abdeckt. Ich weiß gar nicht, ob Höwedes ist oder so, was die für Werte haben. Gerade mit Geld, weil die sind ja auch lange Zeit verletzt gewesen, aber wie ist also. Höwedes weiß ich nicht. Höwedes wäre. Ist auch schon alt, also. Wir haben jetzt schon Ramos und Piszczek für 30, die 30 Jahre alt sind, gekruft. Oh, schade. Ich werde da ein bisschen was mehr rausmachen müssen, der Hazard. Hazard trennen wir uns einfach auch aus dem Grund, weil er macht schon gute Spiele, aber die wollen alle mal von uns weg. Zumindest verleihen könnten wir nicht ihn auch, so ist nicht. Wir haben ja jetzt schon ein paar Leute verliehen, die in ein, zwei Jahren wiederkommen, wenn wir gut spielen mit Borussia Mönchengladbach. Wie ich eigentlich jetzt so geplant habe, Borussia Mönchengladbach unbedingt nicht zu verlassen. Weil so ein Kader, den wir uns hier aufbauen, könnte schon Glück für uns werden. Oh, da gehen die brutal rein, ey. Du kannst Pass drücken, der macht rein gar nichts. Weil die so gut attackieren gleich. Gut, bei uns in Angriff kommen sie nicht unbedingt gut rein. Ist die Hauptsache. Hahn versucht da ins Dribbling zu gehen, schafft es. Doppelpass sogar noch. Und das ist nicht der 1:0 Treffer. Richtig deprimierend. Das ist nicht der 1:0 Treffer. Holy shit. War richtig gut gespielt. Und mit der Grätsche beenden wir die erste Halbzeit. Auswechseln? Ich weiß es nicht. Wir müssten auswechseln. Drin mit Stafran. Und Raphael. Stellen wir mal auf unlogische Position, aber wir lassen sie einfach mal da spielen. Naja, kann man mal machen, Raphael. Oh, was macht ihr denn jetzt hier? Alter, es gibt schon einen Pass nach hinten und dann sowas. Ganz schnelles Umschalten, Alter. Jetzt laufen wir mal. Und wir laufen, genau. Es ist doch scheiße. Und das ist fast der 1:0 Treffer. Sommer will in seinem letzten Spiel uns sicher drin behalten. Jetzt müssten wir nur mal dran gehen. Wir müssten mal jetzt eine Torschance machen. Weil ich gehe nicht in die Verlängerung. Mit dieser Mannschaft. Ich gehe nicht in die Verlängerung. Das sage ich euch jetzt schon. Also nee, das tue ich mir nicht an. Wir müssen das einfach nur so einen Scheißtreffer machen. Und die Zeit so richtig dumm runterspielen. Schön. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ganz ehrlich. Keeper tanzt erstmal. Alter, hätte ich mal lieber gegrätscht da.
Jetzt wird's gefährlich und der 1-0-Treffer. Fast. Aber noch vereilt. Du Scheiße, was macht denn Sommer? Das ist aber richtig brutal gerade. Sommer geht gut ran, ja. Naja, Raphael macht wieder mal nichts. Guckt nur zu. Aus der Ferne. Und der ist drinne. Oh, Sommer wieder. Oh mein Gott. Och du Scheiß, die Wand an, Alter. Ist das mal krank. Das ist nicht euer Ernst. So. Raphael ist da. Ach, wo legt ihr euch die Bälle hin? Das ist doch scheiße. Mein Gott. Alter, was machen wir jetzt? Ich hasse Verlängerung. Toll. Ganz tolle Sache. Abgefälscht. Warum pfeift er jetzt ein Foul? Ach, weil der angegangen ist. Mach ihn doch einfach, das ist doch nicht euer Ernst. Alter. Na gut, das war schlecht von mir jetzt. Na gut. So kann man es natürlich auch machen. So nicht. Mach doch mal einer jetzt hin. Ist doch richtig scheiße, was ihr spielt. Ja, und dafür lehnen sie mal wieder. Das ist klar. Das ist so richtig klar. Müsste da nur einer noch. Jetzt kommt der Treffer. Oh, oh mein Gott. Ey. Mach ihn doch, Sommer, Mann. Du bleibst da was stehen. Ich muss drücken ohne Ende. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Keeper? Vor allem, wo schießt er die Bälle hin? Da lenke ich die nie im Leben hin, ey. Alter, mal ganz ehrlich. Junge. Abseits pfeift er jetzt. Ja, Mann! Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann! 1-0, 90. Minute! Stindl! Endlich wieder auf den Keeper geschossen, der erste Schuss. Warum macht ihr das? Aber dann staubt Stindl ab.
Das ist richtig verdient. Das ist richtig verdient. Keine Verlängerung. Und das muss bitter sein. Wir gehen auf den Abwehrriegel. Ihr kriegt von uns keine Chance mehr. Und das war's. Wir sind im Pokal weiter. Ist das nicht geil? Das Halbfinale souverän halbwegs gespielt. Oh mein fucking shit. Oh, Alter. Und wir spielen gegen die da oben. Alles klar. Das ist krass. Das ist richtig heftig. Was für ein spektakuläres Pokal. Schon mal eine interessante Sache. Ramos kommt Konkurrenz für Drimmitsch. Interessant. Ja, entschieden ist zu akzeptieren. Gut, er ist auch weg, so wie es aussieht. Turnierpreisgeld. Wir kriegen nochmal 3,7 Millionen. Zwei Tage. Mein Gott. Hazard. Aber den kriegt er nur für 12. Nochmal 13. Bringt uns nochmal schön Geld, wenn wir jetzt Hazard verkaufen. Und einen Tag noch simulieren. Abgelehnt. Spieler verkauft. Jan Sommer ist weg. Hofmann. Was? Nicht interessiert. Ach. Da ich mich wohlfühle, will der halt hin. Ach, ist immer interessant. Naja, dann müssen wir das Gehalt mal hochschrauben. Machen wir, bieten wir dem mal ein bisschen was. Gucken, ob er so reagiert. Haben wir jetzt Ramos schon sicher? Das weiß ich echt nicht. Jo, wir haben Ramos schon sicher, das sehe ich gerade. So, und dann würde ich gern mal Karius suchen. So, und ihn wollen wir kaufen. Den kaufen wir für 11 Millionen und senden das Angebot ab. Naja, meine lieben Freunde, so wie es aussieht, bedanken uns bei euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FIFA 16 Ultimate Team, FIFA 16 Karrieremodus. Bis dann, adios, ciao, ciao.